Tu's nicht, Nathalie. Komm schon, du weißt doch, was dann passiert. Was ich tue, geht dich überhaupt nichts an. Er atmet nicht mehr. Spastische Bronchiallähmung. Rufen Sie Dr. Lahnstein. Ihr Bruder atmet nicht mehr. Kommen Sie schnell. Sie wollen nichts unternehmen, um Nathalie zurückzubekommen? Machst du mir einen Whisky? Ausnahmsweise. Und du wolltest gehen, oder? Dabei passen sie so gut zusammen. Läuft mal was nicht nach Plan, gibt's erstmal einen kleinen Drink. Tanja, es reicht. Genauso wird Nathalie in einigen Monaten dasitzen, wenn sie sich das Leben mit ihrem cholerischen Ehemann mal wieder schön säuft. Wollen Sie das wirklich zulassen? Wenn sie sich für den Grafen entscheidet, kann ich auch nichts ändern. Wie haben Sie es eigentlich bis zum Anwalt geschafft? Nathalie hat sehr recht, sich von Ihnen zu trennen. Was soll sie mit so einem Schlappschwanz? Draußen ist schönes Wetter. Geh spazieren. Nathalie, ich bitte dich, rühr dieses Zeug nicht an. Gib es mir, okay? Bitte. So alles egal. Nein, mir bist du nicht egal. Lass mich. Komm schon. Ich wusste es doch, du bist stark. Du bist der größte Lügner überhaupt. So wie alle Männer, von denen ich mal dachte, sie lieben mich. Und jetzt verschwinde! Nein, das werde ich nicht tun, Nathalie. Ich bring dich jetzt zu den anonymen Alkoholikern. Da kriegst du Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Doch, Nathalie, du brauchst Hilfe. Sogar ganz dringend. Zurück. Becky. Bleib jetzt ganz ruhig liegen. Du darfst dich noch nicht anstrengen. Meine neue Niere protestiert wohl sonst was. Überhaupt nicht. Dr. Becker hat gesagt, dass er sich bei dir gleich ziemlich wohl gefühlt hat. Die OP ist völlig komplikationsfrei verlaufen. Na schön. Konstantin müsste mittlerweile auch aus der Narkose aufgewacht sein. Ja. Spender. Du hast ihm einiges zu verdanken. Zum Beispiel dein Leben. Ja, ja. Am besten, du ruhst dich jetzt erstmal noch ein bisschen aus. Ja, wir sind hier und passen auf dich auf. Verdammt, da stimmt doch was nicht. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Dr. Becker und Leonard tun alles für Konstantin. Was ist, wenn? Wenn er die Operation nicht... Carla, bitte. Das dürfen wir nicht einmal denken. Bitte, Konstantin. Halt durch. Die Stimmritze ist zu. Wir müssen sofort nachrelaxieren. Schnell. Wir können nicht mehr länger warten, sonst verlieren wir ihn. Machen Sie alles für einen Luftröhrenschnitt fertig. Mach jetzt bloß keinen Scheiß, hörst du? Konstantin denkt, dass wir nicht bemerkt haben, wie schwer es ihm gefallen ist, sich für die OP zu entscheiden. Aber das stimmt doch nicht. Wir haben es gemerkt und natürlich haben wir uns Sorgen gemacht. Das wird Konstantin auch noch begreifen. Er muss einfach wieder aufwachen. Das wird er bestimmt. Ja.
lösen. Ganz fest daran glauben. Ich möchte ihm das alles so gern auch sagen. Er darf jetzt nicht. Das wird er nicht. Entspannte Mittagspause gehabt. Wann kriege ich Herrn Degenhardts Geld wieder zurück? Da ist aber jemand schlecht gelaunt. Ich hoffe, du hast in der Zwischenzeit keinen Unsinn angestellt. Nein, aber ich lasse mich auch nicht mehr von dir erpressen. Also her mit der Kohle. Noch bestimme ich hier die Spielregeln, klar? Du bekommst deine Kohle erst, wenn du deinen kleinen Auftrag ausgeführt hast. Ich habe mit deinem Onkel geschlafen. Was willst du noch? Dass du schön dabei bleibst. Du warst mit Lars in der Kiste, weil du unsterblich in ihn verliebt bist. Und danach hast du Natalie das Video geschickt, weil du ihn endlich für dich haben willst. Frau von Anstetten. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank, Kitty? Wieso schlafen Sie mit Lars Schneider? Das geht gar nichts an. Sie sind gezwungen worden, stimmt's? Die muss man doch nicht zwingen. Die lässt sich doch gerne flachlegen. Hat sie irgendjemand gefragt, Olivia? Ich hätte gerne eine Antwort. Ansonsten können Sie sich Ihre Papiere holen. Aber das können Sie doch nicht machen. Doch, kann ich. Hat Graf Lahnstein Sie bezahlt? Hat er? Nein, ich habe mit Lars Schneider geschlafen, weil ich ihn attraktiv finde und verliebt in ihn bin. Und ich glaube nicht, dass ich verpflichtet bin, meiner Arbeitgeberin weiterhin Auskünfte über meine Freizeitaktivitäten zu geben. Sie ist nicht auf die Spitze, Kitty. Das könnte unangenehm für Sie werden. Findest du es klug, sich ausgerechnet Tanjas Ratschläge zu Herzen zu nehmen? Das hat doch nichts mit Tanja zu tun. Ich will Natalie beweisen, dass ich sie noch liebe. Mit einem Strauß Rosen? Ich habe ihr einen Brief geschrieben, in dem ich ihr alles erkläre und mich entschuldige. Ach, Lars, tut mir leid, aber ich habe in der Sache kein gutes Gefühl. Wieso denn? Na, ihr Männer denkt immer, mit ein paar Blumen und einer Entschuldigung ist es getan. Aber wir Frauen ticken anders. Aber ein Versuch ist es doch wert. Ja, den Natalie womöglich in den falschen Hals bekommt. Hast du einen besseren Vorschlag? Na ja, lass sie mal ein paar Tage in Ruhe. Dann denkt sie, mir ist alles egal. Das ist doch auch wieder falsch. Ach, bestimmt nicht. Ich weiß doch, wie es mir damals ging, als Bernd mich betrogen hat. Man steht doch erst mal unter Schock. Jetzt vergleich mich doch bitte nicht mit Bernd von Beinbach. Wenn ich bei Natalie noch eine Chance haben möchte, dann muss ich sofort handeln. Ja, dann tu, was du denkst. Aber wunder dich nicht, wenn sie dir die Rosen um die Ohren haut. So, komm jetzt. Setz mich dich auf die Couch und mach ich dir erstmal einen Tee, okay? Das kann ich doch auch selbst machen. Ja, aber du weißt doch, was die Psychologin bei den anonymen Alkoholikern gesagt hat. Du sollst dir was Gutes tun, den Tag mit einem positiven Erlebnis abschließen. Wie wäre es dann, wenn du einfach gehst? Ja, also ich bestelle uns erstmal was beim Thai. Magst du immer noch dieses Fischcurry? Ansgar, für heute reicht mir deine Show. Was denn für eine Show? Gut, du hast mich abgehalten, wieder zu trinken. Dafür bin ich dir auch wahnsinnig dankbar. Aber die Nummer jetzt, die kannst du dir sparen. Weil damit kriegst du mich auch nicht rum. Natalie, hör zu. Ich will einfach für dich da sein, weil ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Im Ernst, ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Abgesehen davon bist du immer noch meine Frau. Und ich bringe dir nichts, wenn ich wieder rückfällig werde. Zum Beispiel, was das Sorgerecht für Hannes angeht. Glaubst du, das habe ich nicht begriffen? Glaub mir, das ist nun wirklich das Letzte, woran ich dabei gedacht habe. Und was steckt sonst hinter deiner plötzlichen Selbstlosigkeit? Das kann ich dir genau sagen. Ich liebe dich. Immer noch. Oh Gott, das... Es wird ja immer schlimmer. Natalie, es stimmt. Hör zu, ich weiß, dass es dir schwerfällt, mir überhaupt noch irgendwas zu glauben, aber ich will dir einfach beweisen, dass du die einzige Frau bist, die mir wirklich was bedeutet. Wann wird er denn wieder aufwachen? Ich kann es dir nicht sagen. Aber er ist außer Lebensgefahr, oder?
Elisabeth, die Operation und vor allem die Komplikationen haben seinen Organismus sehr geschwächt. Wir können nicht sagen, wie es ausgeht. Ja, ist da nicht ratsam, einen Spezialisten hinzuzuziehen? Konstantin ist bei Dr. Becker in wirklich guten Händen. Im Moment können wir nur abwarten und hoffen, dass er von selbst aufwacht und nicht mehr künstlich beatmet werden muss. Hört zu, ich muss euch kurz allein lassen. Ich muss der Nachtschwester noch Anweisungen geben. Konstantin. Das, was du uns vorgeworfen hast, das habe ich nicht so gesehen. Oder ich wollte es nicht. Aber du musst uns glauben. Carla, bitte, das können wir doch alles klären, wenn er wieder gesund ist. Konstantin, mach wieder auf. Ich will das wieder gut machen. Bitte. Hat Nathalie auf deine Entschuldigung schon reagiert? Nein. Aber die Blumen und den Brief hat sie bekommen. Wenn der Bote nicht zu blöd gewesen ist, die Adresse zu finden. Ich muss in die Kanzlei. Ja. Sag mir Bescheid, wenn sie sich meldet, ja? Entschuldige mal, Olivia, dass du mir nicht traust, ist doch nicht mein Problem. Ja, ich habe dein kleines Filmchen gelöscht. Ist das jetzt angekommen? Na schön, dann geh mir nicht weiter auf die Nerven. Herr Anwalt, Sie sehen blass aus, schlecht geschlafen. Naja, als größte Witzfigur Düsseldorfs hat man es eben auch nicht leicht, hm? Da haben Sie doch die größeren Erfahrungswerte. Tja, immerhin gibt's noch Menschen, die mein wahres Ich zu schätzen wissen. Na, apropos, hat sich eigentlich Nathalie mal wieder bei Ihnen gemeldet? Nein, aber wissen Sie, was mich tröstet? Auch wenn Nathalie sich von mir getrennt hat, wenigstens weiß ich, dass sie nicht mehr zu Ihnen zurückkehrt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Nathalie hat vielleicht jahrelang viel mit sich machen lassen. Aber sie hat daraus gelernt. Und sie hat es bestimmt nicht mehr nötig, sich mit so jemandem wie Ihnen abzugeben. Wissen Sie, gerade gestern hatte ich den Eindruck, dass sie meine Unterstützung schon ganz gut gebrauchen konnte. Ohne mich hätte sie sicherlich nicht zu den anonymen Alkoholikern geschafft. Ja, ganz genau. Sie wäre ihretwegen beinahe rückfällig geworden. Das ist nicht wahr. Oh doch, das ist es. Aber ich war ja da für Sie. Wo waren Sie eigentlich? In Kitty? Kommst du gerade aus dem Krankenhaus? Und wie geht's Konstantin? Unverändert. Es ist so furchtbar, wie er da liegt, ohne dass er sich rührt. Oh, Carla, das wird schon wieder, ganz sicher. Von wem sind die denn? Von Lars, sie hat einen Bote gebracht, mit einem Brief. Also, ich dachte schon, mein Bruder hätte dich wieder bedrängt. Ansgar war gestern hier. Kann er nicht endlich aufhören, dich zu nerven? Auch wenn das jetzt völlig absurd klingt, ich war froh, dass er da war. Wenn er mich gestern nicht gefunden hätte, mir war alles egal. Ich hatte schon die Flasche Whisky in der Hand. Ohne Ansgar hätte ich wieder angefangen zu trinken. Stimmt so. Vielen Dank. Tanja, lange nichts gehört. Sag bloß, du hast mich vermisst. Na und wie? Allerdings hätte ich von dir etwas mehr Elan erwartet. Manche Dinge dauern eben, aber dann führen sie zum Erfolg. Ja, ja, ganz recht. Zum Beispiel, wenn man sich so an die guten alten Zeiten erinnert. Schön, dass du langsam anfängst zu begreifen. Wer redet denn von mir? Aber weißt du, Nathalie merkt langsam, wie sehr sie mich braucht. Und ich sie. Weißt du, im Grunde genommen wissen wir gar nicht mehr so richtig, warum wir uns eigentlich getrennt haben. Hat dir irgendjemand was in den Kaffee getan? Tanja, mir ist völlig klar, dass du so etwas nicht verstehst. Aber weißt du, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als endlich meinen Sohn wiederzubekommen. Und die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Nathalie zu dir zurückkehren wird. Ansgar, zieh die Scheidung durch und lass uns heiraten. Dann kriegen wir das Sorgerecht wieder. Vergiss es, Tanja. Du bekommst Hannes nie zurück. Denn er hat eine bessere Mutter verdient. Nathalie. Thank you.
Und dann hat Ansgar mich zu den anonymen Alkoholikern gebracht, was meine Rettung war. Wenn ich gewusst hätte, wie schlecht es dir geht, dann... Du, was für Konstantin, das ist doch viel wichtiger. Außerdem war ich ja gar nicht alleine, auch wenn es ausgerechnet Ansgar war. Es war dir gar nicht so unrecht, hm? Nein, ich meine, ja, ich habe mir immer gewünscht, dass Ansgar sich ändert und dass wir wieder glücklich werden miteinander. Sei vorsichtig. Du weißt, wie er ist. Aber es hat so gut getan, dass er gestern bei mir war. Und ich glaube auch nicht, dass er mir was vorgemacht hat. Hast du schon vergessen, wie er dich behandelt hat? Und dass du wegen ihm zur Alkoholikerin geworden bist? Nein, das habe ich nicht vergessen. Ich hoffe, du hast nicht vor, wieder ernsthaft mit ihm... Nein, bestimmt nicht. Entschuldige. Lars? Hallo, Carla. Hast du Natalie gesehen? Ich versuche, sie dringend zu erreichen. Sie geht nicht dran. Du hast Glück. Sie sitzt gerade neben mir. Ach, gib sie mir doch bitte mal. Nein, nein. Tut mir leid, sie möchte nicht mit dir sprechen. Dann richte ihr bitte aus, dass ich im Schneiders bin. Ich warte auf sie, falls sie es sich noch anders überlegt. Das mache ich. Bis dann. Lars klingt nicht besonders gut. Selbst dran schuld? Ich weiß, so ein Seitensprung ist durch nichts zu entschuldigen. Aber ich bin mir sicher, dass er bereut, mit dieser Kitty im Bett gewesen zu sein. Hätte er nicht vorher seinen Kopf einschalten können? Natalie, Lars liebt dich. Und mal abgesehen von diesem Seitensprung ist er ein ehrlicher und integrer Kerl. Ach, und deswegen geht er fremd, ja? Überleg mal, was er wegen dir schon alles einstecken musste. Nicht nur damals, als du ihn verlassen hast, sondern auch jetzt. Die Ärzte sind total zuversichtlich. Du wirst sehen, in ein paar Tagen bin ich heraus. Jetzt machen wir langsam. Ja, was denn? Bin einfach nur froh, wenn ich das alles hinter mir habe. Schnabeltassen, Bettpfannen. Ja, schon, aber weißt du noch gar nicht, was mit Konstantin ist? Ne, wieso? Nervt er die Schwester mit seinem Genagel? Er ist aber neulich aus der Narkose erwacht und muss künstlich beatmet werden. Na ja, dann kann er ja wenigstens nicht rumsteckern. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was soll ich denn machen? Ihm seine Niere zurückgeben? Er hat dir das Leben gerettet. Ich schlage ihm für den Friedensnobelpreis vor. Du willst also behaupten, dass es dir völlig egal ist, wenn er stirbt? Könnte ich es denn ändern? Nein, also. Mann, bist du arm. Da hast du nicht ganz unrecht. Du verzeihst Konstantin noch immer nicht, dass Francesca dich angeblich seinetwegen vor 20 Jahren verlassen hat? Und dafür kann er noch nicht mal was. Hallo, Lars. Was willst du? Darf ich kurz? Nein, ich warte auf jemanden. Bitte, ich muss mal kurz was klarstellen. Das hier mit dir, du musst mir glauben, habe ich nur getan, weil mir wirklich was an dir liegt. Und weil dir so viel an mir liegt, hast du eine Kamera installiert und das Ganze aufgenommen. Ziemlich pervers, findest du nicht? Ich wusste nichts davon, wirklich nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass wir gefilmt werden. Bist du fertig? Du hast meine Beziehung kaputt gemacht. Ich liebe Natalie, falls du das noch nicht kapiert hast. Ich liebe sie. Das glaube ich dir. Oh, nicht jetzt, du Schnapsdrossel. Deswegen hast du mich hierher bestellt? Natalie, bitte versteh das jetzt nicht falsch. Kevin Landstein, das ist ein Missverständnis. Lars und ich... Oh. Natalie! Als kleines Dankeschön für den Einblick in Ihr Schlafzimmer. Sie sollten mal geschmackvollere Bettwäsche benutzen. Natalie, um Gottes Willen, was ist denn hier schon wieder los? Ich habe alles im Griff, Charlie. Kitty wollte gerade gehen und Natalie und ich... Nein, lad sie doch auf einen billigen Sekt ein. Ich meine, ihr habt doch jetzt einen Grund zu feiern. Aber eins sage ich Ihnen. Das werden Sie doch schwer bereuen. Ich weiß, dass du nicht nur mir zuliebe hier bist. Lässt du mich bitte einen Moment mit ihm allein? Ja, klar.
Bedank dich nicht zu früh. Du wirst meine Niere direkt in den Knast mitnehmen. Du hast Carlas Tochter entführt. Sobald ich aus seiner Kurse erwacht bin, werde ich das beweisen. Ich gebe keine Ruhe, bis sie dich für die Entführung von Sophia eingebuchtet haben. Das Blatt hat sich gewendet, Sohnemann. Das ist nur die erste Rate. Wenn Sie Ihren Job erledigt haben, bekommen Sie den Rest. Und vielleicht eins Ihrer Models als Draufgabe. Sie lassen die Finger von meinen Mädchen. Erledigen Sie Ihren Auftrag, und zwar sauber und diskret. Signora Tania, wie lange kennen wir uns schon? Lang genug, sonst hätte ich Sie ja nicht engagiert. Und wer braucht diesmal meine ganz persönliche Zuwendung? Eine Signora. Verdammt hübsch, die Kleine. Schönheit ist vergänglich. Und wenn Sie sich an meine Anweisungen halten, wird von ihr bald nur noch ein Wrack übrig sein. Naturalmente. Es wäre ziemlich einfach, was? Ein kleiner Knick. Und ich bin nicht los. Aber dann hätten wir ja keinen Spaß mehr zusammen. Und ob du es glaubst oder nicht, das habe ich mir eigentlich immer gewünscht. Dass wir endlich mal Spaß haben zusammen, verstehst du? Verdammt! Beweis mir endlich, dass du wenigstens ein paar meiner Gene geerbt hast. Und kämpf um dein Leben. Ist doch nicht so ein Weichei wie Johannes. Dann will ich verstehen, dass du den Schwanz einziehst und dich einfach so aus dem Staub machst. Du bist mein Sohn. Wach endlich auf, mein Junge. Ich will dich nicht verlieren.